Herzlich willkommen wieder auf hebammenweisheit.de zu einer weiteren Folge der Serie Es war eine schlimme Geburt. Wir haben davon gesprochen, dass dein autonomes Nervensystem dich schützt und dass es dein Freund ist und dass es dein Bestes will. Und es gibt noch eine andere Sichtweise, die mag nicht jedem schmecken, aber es ist das, was ich in den Therapien, die ich begleite, immer wieder finde. Ich bin überzeugt davon, dass es so etwas wie einen Seelenplan gibt und dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, mit einer Seele, einer vollkommenen Seele, unserem Leuchten, unserem ursprünglichen Leuchten und dann in diesen Körper gehen, der bestimmte Bedingungen hat, zum Beispiel das autonome Nervensystem, der uns einengt, ja, aber uns auch bestimmte Erfahrungswelten erschließt durch das Eingeengtsein. Und ich bin der Überzeugung, dass, und das müsst ihr nicht teilen, aber stellt sich mir das in meiner Arbeit dar, dass wir bestimmte Seelenpläne auch haben und dass wir bestimmte Aufgaben haben, die wir auf diesem Planeten erledigen. Und das ist wahrlich kein Urlaubsplanet. Also das Lernen findet nicht statt in der Hängematte bei Sonnenschein mit dem Caipirinha in der Hand, sondern das Lernen findet oft auf dem Schlachtfeld statt und manchmal auch häufig in der Familie und in den einzelnen schwierigen Situationen. Und das hat aber auch irgendwie einen tieferen Sinn. Deswegen sind wir auch hier. Und wer damit konform gehen kann, dem ist auch bewusst, dass das, was mir und dir und uns vielleicht widerfahren ist, auch irgendwo einen tieferen Sinn hat. Abgesehen davon, dass natürlich die Gegebenheiten deines Körpers, deines autonomen Nervensystems es gut meint mit dir, weil dein Körper will, dass du das überlebst. Ja? Aber das haben wir jetzt betrachtet schon. Jetzt geht es um die Seelenseite. Und ich erzähle euch dazu eine Geschichte, die ich selbst erlebt habe, weil ich das Baby war damals. Und es gab eine Situation, die zutiefst verunsichernd war. Für mich, für meine Mama und für den kleinen Bruder, der noch gar nicht geboren war. Und diese Situation, die war so verunsichernd, dass sie für uns existenziell gewesen wäre, für uns alle drei. Und was habe ich gemacht als kleiner Zwurkel? Ich war damals 3-4 Monate alt. Ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe aufgepasst. Ja? Ich bin in den Sympathikus gegangen und habe meine Aktivität hochgefahren, mir nicht mehr erlaubt zu schlafen, weil Schlafen setzt voraus, dass ich vertraue, dass es trägt, dass die Familie trägt. Aber die Familie konnte in dem Moment nicht mehr tragen, einfach weil sie es nicht mehr konnte. Das heißt, ich habe meinen Sympathikus hochgefahren und gekämpft und dafür gesorgt, dass ja, da jemand ist, der aufpasst und aufpasst und aufpasst, weil ich habe dann immer geschrien. Ich habe nicht geschlafen, ich habe geschrien, ich habe aufgepasst, gesagt, Leute, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht. Und Gott sei Dank hatte ich eine ganz, ganz tolle Mama, die das irgendwann geschnallt hat und die gemerkt hat, das, was für einen Job ich da übernommen habe. Und die hat dann mit mir gesprochen, ganz normal, so wie ich mit euch jetzt rede. Und das ist so die Großartigkeit von Menschen. Sie hat mit mir gesprochen und hat gesagt, pass mal auf, das, was uns gerade so verunsichert, das wird nicht passieren. Ich sorge dafür. Und ich hole mir Hilfe. Und ich habe sofort wieder geschlafen. Ich habe meinen Job, ja, mein Sympathikus ist runtergefahren und ich konnte wieder mich anlehnen und vertrauen, weil meine Mutter sich entschieden hat, dem Smart Vagus, dem vorderen Teil des Vagus, die Zepter in die Hand zu geben und zumindest sich dorthin zu wenden und sich zu kümmern, dass da was stattfindet und eine Heilung stattfindet und diese bedrohliche Situation abgewendet wird. Ja? Nun hat aber dieses Muster, diese Entscheidung von mir, ich muss dafür sorgen, dass wir überleben. Ja.
das ist sehr früh passiert und das war damals nicht das erste Mal. Also da sind vorher auch schon Dinge in der Richtung passiert, die mich in einen hohen Erregungszustand gebracht haben. Und dadurch ein Muster entstanden ist, ich bin zuständig, ich muss mich kümmern, ja. Ich muss aufpassen, ich muss für die anderen sorgen, ich muss das Schiff über Wasser halten. Und was entsteht daraus, wenn sich das als Muster verfestigt? Daraus entsteht ein Helfersyndrom, ganz platt gesagt. Ja? Jemand, der gut für sich sorgt, in seiner Mitte ist, sich nimmt, was er braucht, ohne den anderen weh zu tun, also einfach gut saftig im Leben steht, das könnte man nicht mit dem Grundmuster. Ja? Also dieses Grundmuster, was sich da in mir verfestigt hat und mein Leben geprägt hat, das ist nicht vereinbar damit. Ja? Versteht ihr? Da hat sich ein bestimmter Lebensweg schon ganz früh vorgezeichnet. Aber das ist gar nicht schlimm. Das ist natürlich unangenehm. Also wenn man dann auf Hochtouren läuft, jahrelang, dann kommt irgendwann Erschöpfung, dann kommt Burnout und so weiter. Alles, das ist ein Inklusivpaket. Aber ich könnte heute meine Arbeit niemals so gut machen und so gerne machen, wenn ich dieses Herzensanliegen, sowas zu erkennen und da rauszukommen, nicht entwickelt hätte. Und das konnte ich nur entwickeln, weil ich da rausgekommen bin, weil ich drin gesteckt habe, es erlebt habe, wie sich es im Leben verfestigt, was das für Folgen hat. Und dann, weil die Folgen so schmerzhaft waren, irgendwann das aufgedröselt habe und da rausgekommen bin. Und deswegen kann ich jetzt euch begleiten, ja? Weil ich da selber eine dicke, fette Narbe habe in meinem Seelengefüge. Und wenn man das negativ sieht, dann möchte man das natürlich vermeiden, aber das ist Teil meines Seelenplans gewesen. Ich wäre nie so eine Hebamme geworden, wie ich heute bin. Ich wäre nie eine Traumatherapeutin geworden, wie ich heute bin, die dieses tiefe Verständnis hat und ganz, ganz vielen Menschen helfen kann, weil ich die Untiefen kenne, weil ich die Abgründe kenne, weil ich selber drin war. Ja? Und das ist was, wo ich dieser Situation damals unglaublich dankbar bin und allen Menschen, die damit verbunden waren, weil nur durch diesen Bruch konnte die Wunde entstehen und konnte die Wunde heilen und daraus etwas Neues erwachsen. Ja? Stellt euch das ein bisschen vor, wie wenn ihr einen Garten habt, ja, und da ganz viel Laub, Müll, Humus, Abfall, Küchenabfälle, keine Ahnung. Wenn ihr es gut macht und wisst, wie es geht, was macht ihr dann? Kompost. Gut aufsetzen, gut belüften, nicht in der fauligen Ecke lassen, sondern hingucken, Mistgabel in die Hand nehmen, aufschichten, bisschen aus Körner rein, keine Ahnung, irgendwas noch, dafür sorgen, dass es gut belüftet ist und dann habt ihr irgendwann einen Riesenhaufen gute Erde. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Ich habe einen Riesenhaufen gute Erde und die kann ich verteilen, ja. Da kann ich auf eine gesunde Art mein Helfersyndrom leben und kann diesen Humus verteilen. Und da können ganz viele Leute ihre Pflänzchen reinpflanzen. Und wir haben dann gemeinsam, Smart Vagus, einen riesentollen Garten. Und daraus entsteht ganz, ganz viel. Und ich behaupte für mich, das ist jetzt meine persönliche Sicht, dass das mein Seelenplan ist. Ja? Dass ich diese schwierigen Zeiten hatte als Baby mit meiner Familie, damit dieser Humus entstehen kann und damit wir heute gemeinsam, du und ich und viele andere, diesen Weg gehen können, dass diese Verwundung heilen können. Denn wir sind nun mal auf einem Planeten gelandet, der kein Urlaubsplanet ist und der, wo zumindest einer der Wege ist, auch durch Schmerz zu lernen und durch den Schmerz durchzugehen und zu heilen. Und das ist nochmal eine andere Dimension, ja? Wir haben angefangen bei der Biologie, bei dem, was es mit deiner Wahrnehmung, mit deinem Gefühl macht und sind jetzt bei der Seele gelandet. Und diese ganzen Schichten, ja, dieses im Einklang mit dem Seelenplan sein, ist auch was Wichtiges, was du mit bedenken kannst und was du auch finden kannst bei Menschen, die dich begleiten, die da eine Offenheit dafür haben, dass
Misthaufen nicht immer schlecht sind. Und dass das, was du im Moment vielleicht noch empfindest als da bin ich kaputt, da bin ich nicht richtig, da habe ich versagt oder was auch immer und da bin ich nicht die glückliche Mama, wie ich eigentlich sein wollte, da bin ich nicht die Ehefrau für meinen Mann, die ich sein wollte, da mein Kind ist nicht so glücklich, wie ich das gerne hätte, wie es im Bilderbuch steht. Das hat alles einen Sinn. Ja? Und davon möchte ich dir einfach eine Idee geben, dass es da noch mehr gibt. Und dass der Tag kommen wird, wenn du weiter dran bleibst, wird der Tag kommen, wo du wirklich mit voller Dankbarkeit, also wirklich, ich sag mal, überfließend vor Dankbarkeit, zurückschauen wirst auf die Geburt, die vielleicht schlimm für dich und euch war. Es wird immer Schmerz bleiben, immer, das geht nicht weg. Und es wird dir immer sehr lebendig in Erinnerung bleiben. Aber du wirst zurückblicken können und erkennen, dass es gut war und dass es dich dahin gebracht hat, viel tiefer und würziger, sag ich mal, zu leben, als du vorher gelebt hast, weil du es verstoffwechselt hast. Und dabei mag ich dir sehr gerne Begleitung sein in dieser eher allgemein distanzierten Form hier mit den Videos, wenn du das möchtest, und gerne auch persönlich, wenn du das magst. Ich wünsche dir bis zum nächsten Teil alles Gute und freue mich auf dich, deine Levka.